Es war ja nach der Schleierentführung, war ja, also ich weiß nicht, wie heißt diese ganz bestimmte Fahndung, Rasterfahndung. Und in dieser Zeit, ich bin jedes Wochenende von Regensburg nach Nürnberg gefahren, weil ich in Regensburg studiert habe und dann halt auch nachher wieder nach Regensburg zurück und hatte nun an diesem Tag zufällig zwei junge Kommilitonen dabei, die also mit mir im Auto saßen und wir sind halt da von Regensburg nach Nürnberg gefahren. Und als ich von der Autobahn runtergehe, steht da also eine Polizeikontrolle und hat also mich rausgewunken. Und das war schon ein wenig komisch, weil man hat also schon gesehen, dass die waren relativ, ja, unfreundlich, würde ich jetzt einmal sagen. Also sie waren jetzt nicht unhöflich, aber man hatte schon das Gefühl, man kommt ja unwillkürlich dann in ja, Moment, habe ich jetzt was verbrochen? Ne? Ist da jetzt was? Ne? Und dann, es war eigentlich nicht viel, sie haben sich meinen Führerschein zeigen lassen und meine Wagenpapiere und haben dann also ein wenig gebraucht und haben dann wohl auch die Gesichter mit den Ausweisen verglichen. Und es war nicht so ganz, als ob sie uns möglicherweise nicht glauben würden. Und dann haben sie gemeint, ob es mir was ausmachen würde, meinen Kofferraum aufzumachen. Und ja gut, da waren dann drei Säcke drin. Jeder von uns hatte natürlich irgendwas übers Wochenende zum mit nach Hause nehmen. Das haben sie dann so oberflächlich noch ein wenig angeschaut. Und dann haben sie aber gemeint, wir sollten weiterfahren und das wäre alles in Ordnung. Aber wir waren auch nicht die Einzigen. Also kurz nachdem ich da wegfahre, ist dann schon wieder das nächste Auto angehalten worden. Also da haben sie offensichtlich wirklich überall nach irgendwelchen Leuten gefahndet. Und auch interessanterweise in Nürnberg.